Und hallo YouTube, willkommen zu einem weiteren Let's Play Skyrim hier beim Indoor-Garten von unserem geschätzten Herrn Dumbledore Möchtegern, von unserem Schulleiter hier. Und wir wurden hierher zitiert, weil hier ein dieser Psychic-Orden-Typ war, der mit uns reden wollte, und der hat natürlich dann wieder sein Zeitanhalte-Ding gemacht und mit uns geredet, was mich ja schon irgendwie fragen lässt. Wenn der die Zeit anhalten kann oder was auch immer das war, er konnte das ja. Warum informiert er dann hier die halbe Akademie, dass er uns sehen will, anstatt einfach die Zeit anzuhalten und uns zu suchen? Ich meine ja nur so. Und ja, jetzt müssen wir den Auguren von Dulain finden, denn der weiß was über das Auge des Magus, und das Auge des Magus sollen wir ja finden. Und deshalb suchen wir den jetzt. Macht ja Sinn, mal die Leute zu fragen, die tatsächlich Ahnung von der ganzen Sache haben. So, da geht's raus nach Himmelsrand, da wollen wir hin. Weil ich glaube, jetzt sind wir gerade irgendwo auf einer höheren Ebene der Burg. Überleben wir es, wenn wir da runterhüpfen? Versuchen wir es mal. Das hat bei weitem weniger wehgetan, als es tun sollte, wenn man von, na, wie viele werden das sein? Das sind bestimmt 3 Meter, 4 Meter, 3, 4 Meter werden das. Also vergleichen wir doch mal, wenn wir uns hier jetzt vor die Säule stellen und davon ausgehen, unser Dovahkiin ist jetzt mal durchschnittliche 1,80 groß. Na, guckt mal, also dann sozusagen hier so zwei so Steine. Zwei so Steine sind 1,80 ungefähr. Sagen wir mal, damit es einfacher zu berechnen geht, sagen wir mal, ja gut, 1,50 wäre zu kurz, also muss man sagen, ungefähr hier wären 2 Meter. Das heißt, 2,5 Steine sind 2 Meter. Das heißt, sind bei 4 Meter. Sind wir bei 6 Meter. Sind wir bei das wären 8 Meter. Also natürlich jetzt geschätzt die Größe von Dovahkiin und so. Wie groß ist das jetzt? Das ist der einzige Größe. Also ja, das ist der einzige Größenwerk, den wir haben. Wir haben ja keine Maßangaben, wie groß das ist. Aber das sind wahrscheinlich so zwischen 6 und 10 Meter. Je nachdem, wie groß jetzt wir sind. Und da sind wir jetzt gerade runtergefallen. Ich weiß ja nicht, ob einer von euch schon mal zwischen 6 und 10 Meter hier auf verschneite Steinstufen gesprungen ist, aber ich habe so das Gefühl, dass das verdammt wehtun würde. Ich meine, es tut schon weh, wenn man einen Bauchplatscher vom 4 oder 5 Meter Brett macht. Das tut auch schon weh. Nutzlose Unterhaltungen liegen mir nicht. Ja, dann sei still. Ich will mit niemandem reden, aber ich spreche dich jetzt an. Ja, genau, du Trottel. Also, da runterhüpfen sollte etwas mehr wehtun, als es wehgetan hat. Und warum ich hier so im Kreis renne, der Grund ist einfach, ich suche diese Bodenklappe. Hier gibt es irgendwo so eine Bodenklappe und da geht's ins Untergeschoss. Da ist sie. In die Müllgrube. Und von da aus kommen wir nämlich in die Eingeweide der Burg. Den ganzen Pfad hier unten gibt es auch einen kleinen Geheimquest. Dazu gibt es ja ein Video auf meinem Kanal, auch bei den Secrets, wo ich auch sehr lange diese Klappe gesucht habe. Das Video ist halt viel zu lang, das müsste ich einfach mal neu machen. Das ist, glaube ich, im Moment das meistgeklickte Video auf meinem Kanal. Ich bin ja kein sehr großer Kanal, daher sind die guten, die ich glaube gut 20.000 Aufrufe hat das, schon sehr, sehr viele. Halle der Bekräftigung, ich glaube, da wollen wir hin. Also das ist mein meistgeklicktes Video. Also Skyrim ist sowieso das Spiel, das... Ha, wusste nicht, dass es... Ist ja sowieso das Spiel, das eigentlich meinen Kanal zu dem macht, was er ist. Ich meine, ich bin jetzt bei über 1000 Abonnenten. Das hätte ich ohne Skyrim, glaube ich, in 100 Jahren nicht erreicht. Das war gerade doch gerade ein Trauger, oder? Hat sich auf jeden Fall sehr traugerig angehört. Ja, was macht ein Trauger da unten? Warum haben die einen Trauger in der Müllgrube? Warum liegt bei denen ein Zombie im Müll? Auf der anderen Seite, hier liegen auch überall Leichen rum und zudem, und hier ist Öl. Was werfen die denn hier weg? Aber man muss ja bedenken, wir sind hier. Eisgeister auch noch. Dann nehmen wir doch wieder mal das Feuerschwert. Wir sind hier in der Müllgrube einer Zauberakademie, die werden irgendwelche gestörten Experimente gemacht haben. Das kam dabei raus und dachte mir, okay, ich habe es gerade in meinem Zauberexperiment einen Zombie geschaffen. Ich glaube, den sperren wir lieber in den Keller ein. Ich habe so das Gefühl, dass das ungefähr so lief das ab. Das ist eigentlich eine sehr ungute Sache für diese Welt. Wobei das ja eh sowas ist. Forschung an der Magie, weil
In vielen, also Magie ist ja. Ach, das ist die Atronachenschmiede. Ah ja, die Atronachenschmiede. Ich habe keine Ahnung, was man da eigentlich rein tut. Ich weiß gar nicht, ich weiß nicht wirklich, wie die funktioniert. Das ist so eines der Dinge, da war ich, die ist zwar interessant, aber ich war zu faul, das jemals zu googeln. Und selbst bin ich nie drauf gekommen oder habe nie irgendwie groß die Ambition gehabt, es rauszufinden. Deshalb weiß ich gar nicht, was die macht. Könnte ich eigentlich auch mal ein Video dazu machen. Wer weiß, eines Tages vielleicht. So, da geht's noch hoch. Nein, da geht's nicht hoch, da geht's weiter. Also, in Fantasy und allgemein, ja, eigentlich allgemein Fantasy, ist ja Magie, oder auch im Mystery und sowas ja auch, ist ja Magie ein sehr gern und kontinuierlich genutztes Motiv. Also, ich glaube, Magie gibt's, mir fällt jetzt auf Anhieb fast kein Universum ein, das wirklich Fantasy wäre, in dem es keine Magie gäbe. Oder zumindest Magie in Ansätzen. Also, es muss ja nicht so diese. Es muss ja nicht diese totale Harry Potter Welt sein, wo jetzt sagen muss ja jeder ist Zauberer und es geht nur um Magie, aber halt auch in Fantasy Welten oder in Stories, wo es wenig um die Magie selbst geht oder um Magie überhaupt, kommt dennoch Magie immer wieder vor. Also mir fällt jetzt wirklich auf Anhieb, da ist schon so ein Eisgeist. Die sind so scheiße zu treffen im Bogen. Was sind die Dinger? Der ist runtergefallen, der Trottel. Moment mal, die Dinger fliegen doch. Wieso können die überhaupt runterfallen? Niemand wird euch hier helfen. Ja, danke dafür. Das ist sehr ermutigend. Dann gehe ich halt wieder. Also mir fällt jetzt wirklich auf einem keine Fantasy-Story ein, in der es gar keine Magie geben würde. Es gibt wahrscheinlich schon ein paar. Aber ich sag mal, in der klassischen Fantasy ist ja noch mehr. Warum haben... Was? Also wirklich mal, diese Akademie gehört angezeigt. Die haben hier ein Leichenloch. Die haben ein Skelettloch im Keller. Was zur Hölle? Was ist falsch mit denen? Ah ja, hier ist diese Hand. Genau, hier ist diese Dead Hand. Da muss man 5 Ringe finden. Für jeden Finger ein. Und dann kann man diese Hand aktivieren. Dann kommt so ein Daedra und mit dem kann man dann einen Quest machen oder umbringen. Hier liegen Ziegen und Opfergaben. Sollte man eine Gesundheitsbehörde reinschicken oder irgendeine andere deutsche Behörde. Deutsche Behörden machen ja alles. Deutschland, der Behördenstaat. Und das ist ein, mag ein Klischee sein, aber es ist ein Klischee, das durchaus seine Berechtigung und seine Wahrheit hat. Und was ist das für ein Keller? Okay, gut, Spinnen gibt es in meinem Keller auch. Wobei, ich habe keinen eigenen Keller. Der Keller gehört meinen Eltern. In meiner Wohnung, also in meiner Wohnung, da habe ich keinen Keller in dem Haus, aber... Gut, Spinnen gibt es in jedem Keller, aber was zur Hölle, solche Spinnen? Räumt mal ein bisschen auf hier. Wirklich mal das. Hier ist einfach alles falsch in diesem Keller. Wirklich mal. Das ist... Nein! Nein! Da kommen wir her. Da kommen wir da her, ich weiß es nicht mehr. Ja, da geht es gar nicht weiter. Da kommen wir, glaube ich, hin. Ich weiß, ich habe gerade... Kreislauf. Na doch, da kommen wir her. Okay. Befehl zurück, Lydia, da kommen wir her. Also wirklich mal, dieser Keller ist falsch. Es ist zwar cool, so ein Gewölbe unter dem Haus zu haben und ich würde es feiern, einmal in meinem Leben so ein Gewölbe zu finden. Ist denn nicht auch irgendwo eine. Hier irgendwo gibt es auch noch eine Schatzkiste. Mir fallen wieder so viele Dinge ein, die sie irgendwo geben könnte oder sollte oder die es hier gibt. Hier geht's raus, das wollen wir nicht. Also, so Gewölbe zu finden, wäre so ein bisschen so ein kleiner Traum von mir, weil als Kind habe ich ja immer, wirklich schon immer gerne so Detektivgeschichten und so Abenteuergeschichten auch gelesen, bevor ich halt so richtig anfing, fast Fantasy pur lese zu werden. Im Moment lese ich auch, wie gesagt, fast nur Fantasy, manchmal ein bisschen was anderes reingestreut, aber größtenteils Fantasy. Aber als Kind habe ich immer ganz, ganz, ganz gerne... diese Abenteuergeschichten lesen, das ist ja auch immer so, wo die dann irgendwie so ein geheimes Gewölbe finden und sowas. Und ich denke mir immer, boah, das wäre so cool, wenn ich mal derjenige wäre, der so ein geheimes Gewölbe findet. Dann es gibt kein Trost im Wissen über das, was kommen wird. Ja und, das weißt du doch nicht, ob mich das tröstet oder nicht. Also ich fände es so cool, so ein Gewölbe mal zu finden. Das wäre wirklich so eure ein bisschen... Beharrlichkeit wird euch nur zu eurer Enttäuschung führen.
Das werden wir sehen. Überhaupt noch immer darauf. Nun denn, tretet ein. Der war auch leicht zu überzeugen. Also wie gesagt, ich würde gerne mal so ein Ding, einfach weil das so ein bisschen, man kommt sich dann vor wie so ein Entdecker. Einfach sowas zu finden, wo halt einfach länger mal kein Mensch war, das ist so ein bisschen so, das hat dieses Entdecker-Feeling. Aber ich glaube weniger, dass ich eine astrale Projektion oder eine Seele eines Magiers in einem Keller finden würde. Wäre zwar auch cool, aber hey, ich glaub's nicht. Aber hier haben wir einen gefunden, dann reden wir doch mal mit ihm, dem guten Augur von Dulain. Oder Dulain. Dulain, Dulan, ich weiß es nicht. Ich bin der, den ihr gesucht habt. Das Eure ist schön. Anstrengungen sind vergebens. Es hat bereits begonnen. Aber wenn jenen, es nicht das dritte Mal wäre, dass wir vom Ende der Welt hören, wäre es sogar noch spannend. Wonach sie suchen. Wonach ihr sucht. Ja, und was suche ich? Denn wenn er natürlich schon weiß, dass es vergebens ist, was wir suchen und alles, dann weiß er natürlich auch, was wir suchen, weil sonst könnte er schlecht die Aussage treffen, dass es vergebens wäre. Außer er geht nach dem Motto AfD Pegida vor und einfach mal was sagen, ohne zu wissen, ob es eigentlich stimmt oder nicht, und dann stimmt schon. Ihr sucht nach all jene Suchen, die über die Magie gebieten. Wissen. Und die Suche nach Wissen ist vergebens, das wage ich stark zu bezweifeln. Wissen macht korrupt. Es zerstört. Es verschlingt. Nachdem wir im Tentakelland des Wissens waren und uns das nicht geschadet hat, sollte das auch nicht schaden. Ihr werdet ihn nicht finden. Der Talmor suchte dasselbe. Und es wird sein Ende bedeuten. Wie es bei so vielen der Fall war. Ja, und denen ist es ja nicht schade. Der ist uns ja egal. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube, das Wissen. Ja, Wissen kann auf eine Weise korrupt und so machen, aber vor allem, wenn Wissen mit so viel direkter Macht verbunden ist wie Magie, wie in der Magie. Aber ich glaube nicht, dass Wissen. Dass die Suche nach Wissen vergeben ist. Ich glaube, dass die Suche nach Wissen entscheidend ist und von unsagbarer Wichtigkeit. Also, ich glaube, dass es wenige Dinge gibt, die so wichtig sind als die Suche nach Wissen. Also. Nicht jetzt unbedingt für eine Person, also für mich persönlich vielleicht nicht, aber so im Ganzen für die Menschheit gesehen. Die Suche nach Wissen auf menschlicher Ebene, dass man halt, dass die Menschheit als Ganzes nach mehr Wissen und nach mehr Verständnis für die Welt, für alles, für sich selbst strebt, ist, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge, die wir zu leisten haben als Mensch. Aber das ist ja auch wieder so eine philosophische Geschichte, in die man jetzt ganz tief einsteigen kann. Also belassen wir es mal dabei. Und der Talmor ist ganz sicher Arcano der Arsch, aber nur um sicher zu gehen, nicht, dass wir den Falschen hassen. Der auf den Namen Arcano hört. Arcano der Arsch. Er sucht Informationen über das Auge. Doch er wird etwas ganz anderes finden. Mein Schwert in seinem Rücken, hoffentlich. Eure Wege werden sich nicht kreuzen. Doch zunächst müsst ihr finden, was ihr benötigt. Und das wäre? Ihr und diejenigen, die euch helfen, wollt mehr über das Auge von Magnus erfahren. Ihr wollt ein Unheil abwenden, dessen ihr euch noch nicht bewusst seid. Um durch das Auge von Magnus zu blicken und nicht zu erblinden, benötigt ihr seinen Stab. Die Ereignisse bewegen sich auf ihren unaufhaltsamen Mittelpunkt zu. Ihr dürft keine Zeit verlieren. Geht mit diesem Wissen zu eurem Erzmagier. Okay, ich will aber mit dem noch weiterreden. Ich wollte mit dem noch gern weiterreden, weil ich wissen will, wer er eigentlich ist und wo er herkommt. In den Kommentaren dieses Jahr Teufel, die würde Informationen zum Stichik-Orden haben. Da würde ich auch gerne mal nochmal nachfragen, weil ich hier tatsächlich etwas mehr von der Hintergrundstory erfahren will, weil ich bei der nicht so ganz vertraut bin, bei der von der Magierschule hier. Weil ich die ehrlich gesagt nicht sonderlich... Was ist hier in diesem... Gut, ich sag nichts mehr dazu, dieser Keller ist einfach von Grund auf falsch. Den sollte es nicht geben. Aber ja, was wir... wo wir den Stab des Magus finden, was an der Oberfläche währenddessen geschehen ist und was Teufel uns noch alles erzählen kann, sehen wir alles in der nächsten Folge von Let's Play Skyrim. Ich sag tschüss YouTube, bis dann, seid dabei, wenn es wieder heißt Let's Play Skyrim. Tschüss.